Unser tägliches Leben wird bestimmt von der Kraft der Wahrnehmung, unseren Sinnen. Mit einem Besuch des Erfahrungsfeldes im idyllischen Welzheimer Wald beginnt eine spannende Reise in die vielschichtige Welt der Sinne. Wozu diese in der Lage sind, zeigen die zahlreichen Stationen des Erfahrungsfeldes eins und alles. Die Besonderheit ist, dass das Erfahrungsfeld der Sinne von der Christophorus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft betrieben wird. Das ist eine Einrichtung, in der Menschen mit geistiger Behinderung leben und arbeiten. Und das Erfahrungsfeld ist entstanden, um diesen behinderten Menschen einfach einen Arbeitsplatz zu bieten, der hier an diesem Ort in Begegnung einfach mit dem Rest der Gesellschaft bringt. Erste Station des Erlebnisfeldes ist die rote Achse. Hinter dem knallfarbenen Anstrich verbirgt sich ein Spielplatz der Sinne. In verschiedenen liebevoll entworfenen Stationen wird mit der eigenen Wahrnehmung gespielt oder zum Nachdenken angeregt. Dabei liegt ein Schwerpunkt darauf, den Besucher am eigenen Leib erneut die Empfindungen wie im Kindesalter erfahren zu lassen. Zwischen entspannendem Pflaumenkernbad oder Lichtexperimenten lernt jeder Besucher im eigenen Tempo seinen Sinnen zu misstrauen und die eigene Perspektive anzupassen. Es gibt verschiedene Arbeitsplätze, zum Beispiel in unserer Kaffeerösterei, die gleich im Eingangsbereich unten ist. Da helfen die betreuten Menschen beim Sortieren der Bohnen, beim Rösten, beim Verpacken. In der Tieroase. Die Tieroase bietet auch Programme für die kleinen und großen Gäste des Erfahrungsfeldes an. Und das ist ganz schön zu sehen, dass sich einfach dadurch, dass die behinderten Menschen die Profis sind in diesem Gebiet, einfach die Perspektive auch verändert. Also es ist einfach mal insofern verändert, dass der behinderte Mensch nicht der Hilfebedürftige ist, sondern der Profi in seinem Gebiet und der Gast einfach ganz viel erfahren kann über die Besonderheiten der Tiere, wie man sie pflegt, wie man sie führt. Das ist eine schöne Variante. Nach dem Besuch der Innenbereiche rückt der großflächige Außenbereich in den Vordergrund. Auch hier bieten sich etliche Möglichkeiten, Neues zu entdecken. An Sonn- und Feiertagen ist es so, dass im Eintritt beinhaltet noch viele andere offene Programme angeboten werden. Das kann einerseits der Niedrigseilgarten sein, wo man auf Absprunghöhe interessante Experimente rund um die Balance machen kann. Das können Aktionen an der Wieslauf, also an diesem Bach sein. Das kann der Dunkelgang sein, wo man sich an den Wänden entlangtastend in völliger Finsternis bewegt und da ganz viel erspüren kann, was sich dann im Kopf zu einem Bild ergibt. In der Jurte, unsere original mongolische Jurte, da sind Märchenangebote oder Programme rund um die Mongolei. Also ganz viel, wo man einfach nochmal ganz speziell bestimmte Sinne entdecken kann und was, wozu diese in der Lage sind. Dieselbe Thematik ohne zeitliche Bindung bietet ein sich durch den Wald erstreckender Pfad, der sogenannte Wunderweg. Dieser verbindet über 100 Stationen, die, wie in der roten Achse, zum neuen Umgang mit den Sinnen einladen. Hergestellt werden diese zum Teil von Künstlern der Edith Marion Kunstschule oder in inklusiver Arbeit mit Behinderten. Geprägt ist das Außenareal von den Prinzipien der Erforschung der menschlichen Wahrnehmung. Bei alledem, was wir tun, ist es einfach das Thema, dass man alle seine Sinne ganz vielfältig fordern und fördern und herausfordern muss, um sich einfach gesund zu entwickeln. Und das ist ein Thema, was gar nicht nur die Kinder betrifft und gar nicht nur die Familien betrifft, sondern was man, denke ich, ganz generell zu allen Gästen sagen kann. Und heute ist es sicher so, dass fast einseitig der Sehsinn überdimensional beansprucht wird. Und die Anthroposophie geht davon aus, dass es auch deutlich mehr als die klassischen fünf Sinne gibt. Da gehört dann beispielsweise noch der Gleichgewichtssinn dazu und der Wärmesinn und der Ich-Sinn oder der Eigenbewegungssinn. Und alle diese Sinne kann man hier experimentell einfach mal wirklich herausfordern und erfahren, wozu der Körper in der Lage ist. Mittel dafür bietet der Wunderweg zur Genüge. Im Gegensatz zur roten Achse bewegt sich der Fokus hier weg von den Augen. Der Hör- und Tastsinn kommen verstärkt zum Einsatz. Neben vielen praktischen Stationen bietet der Wald auch Rückzugsmöglichkeiten, um der alltäglichen Flut von Sinneseindrücken zu entfliehen. So findet jeder, ob groß oder klein, auf dem Wunderweg eine Station, die ein persönliches Aha-Erlebnis hervorruft. Natürlich hat jeder Gast seinen Favorit, das ist einfach so. Und auch jeder, der hier arbeitet, hat sicherlich seine favorisierte Station. Die größten Aha-Erlebnisse kommen beispielsweise bei unserer Wasserspringschale. Wenn man sozusagen einfach durch die Bewegung der Hände die Schale in Schwingung bringt und dann das Wasser sozusagen zum Springen. Das ist ein tolles Erlebnis, wenn man das hinbekommt.
Das Eins und Alles ist mit seinen liebevoll konzipierten Stationen, der idyllischen Umgebung, der bemerkenswert durchgeführten inklusiven Arbeit und den regelmäßig stattfindenden Workshops also das perfekte Ausflugsziel für Familien, anthroposophisch Interessierte oder Menschen, die einfach mal etwas Neues erfahren wollen.